damit Ihre Wünsche nicht zu kurz geraten. Sparkassen Privatkredit. Ja, guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Heimspiel Samstag gegen Werder Bremen 2. Bevor wir gleich konkret zu diesem Spiel kommen, möchte ich erstmal klar vorstellen unseren Trainer Ari van Lent, unseren Stürmer Pascal Testro, der heute an dieser Pressekonferenz teilnehmen wird. Ich habe noch zwei, drei kleine Informationen vorab. Der Deutsche Fußballbund hat nämlich heute das Spiel in Babelsberg, das am vergangenen Wochenende abgesagt wurde, neu terminiert. Und zwar auf den Dienstag, 27. März. Los geht's um 19 Uhr. Außerdem noch ein Hinweis mit Blick auf das Spiel am Samstag, dass im Rahmen dieses Spiels, vor allem vor dem Spiel, an den Kassen auch Karten für das Hessen-Pokal-Viertelfinale gegen Darmstadt 98 verkauft werden. Zum einen am WIP-Parkplatz an der B448, an der Kasse 5, an der Buswendeschleife und auch am Schwarzen Weg gibt es extra eine Kasse, wo man sich also Karten für dieses Hessen-Pokalspiel holen kann. Wie ich gehört habe, ist die Kasse 5 auch nach dem Spiel noch geöffnet. Also wer vor dem Spiel zu knapp kommt und keine Zeit mehr hat, kann die Karten auch noch nach der Partie holen. Außerdem werden wir am Samstag zum Spiel gegen Bremen zum ersten Mal unsere neue Videowand nutzen. Wir hatten gestern Abend einen erfolgreichen Testlauf und nachdem kann ich sagen, dass soweit alles gut ist und wir uns auf die Premiere freuen. Wir haben in den letzten zwei, drei Wochen mit unserem Team mit Hochdruck dran gearbeitet und weitere Hintergrundinformationen dazu gibt es auch nochmal auf unserer Homepage und über die Pressemitteilung, die ich hier ausgedruckt habe und gleich nach der Pressekonferenz auch noch rumgebe. Dann kommen wir zum Spiel gegen Bremen 2 und vielleicht erstmal die Frage an Pascal. Wie war das jetzt für dich als Spieler, die letzten drei Wochen nicht spielen zu dürfen? Kribbelst da jetzt umso mehr? Wie hast du und wie haben deine Mitspieler auch, was hast du gehört, diese Pause empfunden? Ja, ganz klar. Also für uns ja alle, dass wir immer spielen wollen. Und jetzt war es schon wirklich schwierig, dass drei Spiele ausgefallen sind, weil man baut ja schon immer über die Wochen eine gewisse Spannung auf. Und jetzt ist es zweimal vorgekommen, dass im Abschlusstraining, dann nach dem Abschlusstraining, uns der Trainer gesagt hat, so, Spiel fällt wieder aus, dann ist schon eine Enttäuschung da, aber ja, jetzt freuen wir uns alle, dass es endlich losgeht. Es geht ja jetzt auch sicher los und deswegen, wir sind schon heiß aufs Spiel und wollen es natürlich gewinnen. Dann ist es ja so, wir erinnern uns noch alle, du hast eine Vergangenheit, die ja auch direkt mit Bremen verbunden ist. Du bist von dort gekommen. Inwiefern ist denn heute noch der Kontakt auch da? Gibt es da vielleicht auch ein paar Spieler aus der aktuellen Mannschaft, mit denen du befreundet bist, die du kennst aus vergangenen Jahren? Ja, ich habe gestern noch mit dem Co-Trainer von Werder Bremen, den Herrn Bender, telefoniert. Also zu ihm besteht eigentlich noch ein sehr enger Kontakt. Wir telefonieren sehr, sehr häufig und ja, zu den Spielern, das ist natürlich viele Junge noch, die ich zwar so kenne, aber früher nie wirklich engen Kontakt mit hatte. Das ist dann höchstens noch Sandro Stahlbaum, der Kapitän, der schon lange da ist. Mit dem spricht man ab und zu mal oder man hört was über Nikolas Feldhahn, der noch auch genauso Kontakt dahin hat. Aber sonst ist es wirklich eher Herr Bender. Weil du jetzt gesagt hast, du hast mit dem Co-Trainer gestern noch telefoniert. Hast du dir da auch ein paar Tipps geholt oder hat er irgendwas verraten oder war das einfach ein freundschaftliches Gespräch, was ihr ab und zu führt? Ja, es war eher ein freundschaftliches Gespräch und ich habe noch zu ihm gesagt, dass ich ja überrascht war, dass er am Montag nicht in Karlsruhe war, weil ich von ihm eigentlich immer kenne, dass er überall war, aber ja, weil es ja ein Geheimtest war, wusste er dann doch davon nichts und nur gehört, ob das Spiel wirklich stattfindet mit dem Platz, wegen Hotels buchen und so, wollte er nur Bescheid wissen. Und also über die taktischen Aufstellungen haben wir nichts gesprochen, weil, aber man muss auch sagen, er weiß selbst die Aufstellung noch nicht, weil wie es in Bremen immer so ist, ist dann morgen Abfahrt und dann weiß man endgültig, wer überhaupt im Kader ist. Es kann aber auch passieren, dass während der Fahrt noch jemand aussteigt und doch noch zur ersten Mannschaft hoch muss. Okay. Nun hast du gesagt, ihr habt nicht über die Taktik gesprochen, dann tun wir das doch mal mit dem Trainer. Nein, Spaß beiseite. Ari, wir wollen natürlich erstmal von dir hören, auch aus deiner Sicht. Wie hast du das die letzten Wochen erlebt? Wie war das für dich als Trainer? Pascal hat es ja eben schon gut geschildert. Man baut immer eine gewisse Spannung auf, dann darf man nicht. Spürst du, dass es auch in der Mannschaft, dass es vielleicht ein Problem war? Oder ist das Team umso heißer, dass es jetzt am Wochenende dann endlich losgeht? Ja, ich glaube, du hast ja die Frage und Antwort alle schon gegeben. Tatsache ist ja klar, wenn man immer, Pascal hat es gerade erwähnt, Abschlusstraining hat, zweimal muss man dann nach dem Abschlusstraining sagen, wir bleiben doch hier. Nochmal etwas länger auf dem Trainingsfeld, genauso ist es jetzt. Man freut sich endlich, dass es losgeht, dass die Mannschaft deswegen dann
umso motivierter ist. Das ist dann auch klar und man hofft, dass sich das dementsprechend dann auch zeigen wird gegen Bremen 2. Und eine gewisse Spannung ist schon da, denn weil das, man hat das Gefühl, es ist eine halbe Ewigkeit, ist ja wie eine Pause, dass man dann endlich mal wieder antreten darf. Wie eine kleine Vorbereitung ist es wieder gewesen. Wie kannst du die Mannschaft auf so einen Gegner einstellen, wo man ja noch nicht unbedingt weiß, welches Team am Ende wirklich hier auflaufen wird? Ja, wie kann man so auf so eine Mannschaft drauf einstellen? Also ich denke, dass wir uns immer so einstellen, dass wir versuchen, immer im Training schon mit volle Sachen dabei zu sein. Und ob dann jetzt im Moment dann Bremen 2 kommt oder Sandhausen, mit aller Respekt für Bremen 2, das ist dann eigentlich egal. Ich denke, dass wir uns alles das abrufen müssen, was uns eigentlich auch stark gemacht hat. Und dass wir einfach Vollgas geben müssen. Und dann ist das egal, wer dann am Samstag gegen uns spielt. Wenn wir das abrufen, was wir können, dann gehe ich doch fest von auch, dass wir auch hier zu Hause gewinnen werden. Und die Mannschaft weiß eigentlich, was ich von denen verlange. Kannst du auch noch ein paar Worte zum Gegner generell sagen? Wie hast du die Mannschaft bisher wahrgenommen in dieser Saison? Ja, also ich denke, dass sie über die ganze Saison vielleicht dann unerhofft dann doch in dieser Liga geblieben sind, also am Anfang der Saison. Und ich denke, mit einer Mannschaft, die, klar, sind die Tabellenletzte, das sehe ich ja auch. Und alle gehen auch fest davon aus, dass es ein hoher Sieg wird. Und dann kann ich einfach nur sagen, dann passen wir bloß auf, weil auch die letzten Wochen in Münster haben sie ja auch gepunktet. Ich sage gerade nur, von der Aufstellung her ist es klar, von dem Personal ist ja auch klar, dass es von Woche zu Woche ändert. Manche Leute oder manche Spiele bei denen spielen linkes Mittelfeld, um eine Woche später wieder rechter Verteidiger zu sein. Also das ist dann auch immer sehr wechselhaft bei denen, aber Fakt ist einfach, dass wir unser Spiel spielen müssen und dann bin ich auf jeden Fall nicht bange. Was kannst du zum eigenen Personal sagen vor dem Spiel? Eigentlich, ich glaube, die Langzeitverletzte sind bekannt. Yannick Sommer ist ja noch, glaube ich, so aufgrund der letzten 10 Tage, was war nicht mit dazugekommen, wegen Oberschenkel. Sonst sind alle so weit an Bord. Nico Feldern ist wieder dann eine Woche weiter. Thomas Rathgeber ist auch dann, sage ich mal, wieder eine Woche weiter. Wird es, ich weiß nicht, ob er es schafft fürs Wochenende, wird heute Abend nochmal bei der zweiten Mannschaft sein, nochmal versuchen, einen Schritt weiter zu kommen. Sonst haben wir es fast so, ja, 20 Mann an Bord. Stand bei Markus Husterer, war ja auch Thema diese Woche. Ja, Entschuldigung, der ist jetzt seit 3 Tagen wieder im Training. Dass er dann, ja, für den Samstag wird er kein Thema sein, weil er noch eine gewisse Angst hat, aber sein Heilungsprozess ist ja eigentlich optimal verlaufen und ich hoffe, dass das jetzt, dass er in 2 Wochen soweit ist, dass er eigentlich wieder so 100% einsatzbar ist. Gut, dann erstmal Dankeschön. Gibt es Fragen? Anderes Thema, Robert Wolnikowski, wie ist da die Situation mit Blick auf Samstag? Er hat 3 Tage pausiert, hat Probleme am Ellenbogen gehabt, Flüssigkeit drin gehabt, ist gezogen worden, wird für heute, hat er grünes Licht bekommen zum Trainieren, also ich denke, dann wird es für Samstag, wenn nichts Schlimmes passiert, alles okay sein. Frage nach der Taktik, nach dem 4-3-3 von Karlsruhe, war das ein einmaliger Versuch oder ist es vielleicht auch ein Thema für die Liga? Also ich habe es vorhin, ich habe es gelesen die Woche, nein, wir haben so gespielt, ich muss ja jetzt schmunzeln oder Ramon redet jetzt dazwischen, weil er dahinter sitzt, weil ich glaube, da gab es einen kleinen Fehler, nein, wir haben es nicht so gemacht, klar, im Spiel gibt es so vor, wir haben eine ganz normale alte Formation gemacht, wie wir es sonst gemacht haben, nur von den Namen her, die Positionen, ob es wie Nico seine normale Position wieder oder Blacky, Schwarzer wieder was anderes. Also wir haben schon unser normales System, also wenn man System oder Taktik nennen möchte, so beibehalten. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gesagt. Ich habe Zeitung gelesen. Dann muss ich einfach schmunzeln darüber. Eine Art 4-3-3, also 3 im Mittelfeld, aber das war jetzt nicht so wirklich zu reden. Okay.
telefonischen Übermittlungen. Kleines Problem, das hiermit wohl aus der Welt geschafft sein dürfte. So, jetzt gibt es keine Fragen mehr. Jetzt gibt es nicht mehr, jetzt bin ich perplex. Der ganze Artikel war drauf aufgebaut. Bleiben wir mal bei einer Personale noch, auch angedeutet worden, auch in unserer Zeitung sozusagen, jetzt an Elton da Costa, vom kleinen Leute zum, ich habe mal ab und zu gesagt, von, man spricht von kleinen Wink sozusagen, war so ein kleiner Wink, dass er ein bisschen mehr, dass er ein bisschen mehr erwarten von ihm noch, dass er mehr kann, oder wie ist das zu deuten? Wir bleiben bei den Personalien. Die Frage nach Elton da Costa und seiner Entwicklung. Ja, ich glaube, da hast du fast alles da eigentlich mit gesagt. Also das Thema Elton da Costa ist schon, wird immer sehr hoch, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken, angespielt hier im Verein. Ich verstehe nicht, warum. Ich meine, der Mann ist unheimlich wichtig für uns, das weiß ich. Ich brauche aber auch einen Elton da Costa, der topfit ist, weil er kann uns so helfen, wie wir es uns auch wünschen. Im Moment, ich denke auch, das war ich, ein Elton da Costa, ist er noch nicht auf den Level angekommen, wo er vor Weihnachten ist. Und da muss er viel für tun. Deswegen muss er auch da wieder versuchen hinzukommen, dass er alles da für uns tut und für die Mannschaft und wie man es auch nennen mag, für den Verein. Und da ist er, glaube ich, noch nicht so weit. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn deswegen auflaufen lasse oder nicht. Also ist ja nicht so, dass es jetzt eine Bestrafung gibt und sage, ich lasse ihn nicht spielen. Aber es ist eine Überlegung wert. Das ist klar. Also gesetzt ist der Stand heute noch nicht? Nein, das ist richtig, ja. Für den Fall, dass Elton da Costa am Samstag nicht in der ersten Elf spielt, hast du Überlegungen schon angestellt, wer für ihn in die Mannschaft drücken würde? Na, wir haben es ja in Oberhause oft rechts gemacht, also wir sind ja nicht einmal nur ständig am Ausprobieren, aber dass wir dann ein bisschen mit dem Birdie, das ist Stefan Vogler, und rechts war der Lars Bender. Wir haben es mit Nico Feldhahn gemacht, also jetzt bei Karlsruhe mal auch so probiert. Lars Bender kann es auch auf dieser Seite, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Das ist, es sind zwar andere Möglichkeiten immer von der Person her, aber muss ja nicht Nachteil sein. Inwiefern, Ari, hast du den Eindruck, dass das letzte Spiel oder die letzten beiden Spiele, die ersten beiden nach der Winterpause, noch im Kopf sind bei der Mannschaft, bei dir? Okay. Jetzt gegen Chemnitz jetzt. Also gut, also Fakt ist, dass wir es gegen Chemnitz einfach sehr schlecht gemacht haben zu Hause. Wir sind da nicht gut, wenn man das so nennen darf. Also ist nicht optimal in die Rückrunde, also was heißt Rückrunde? Der läuft ja schon länger, aber nach Weihnachten reingekommen und das ist... Aber das ist ja auch wieder 3 Wochen her. Wir sind auch wieder drei Wochen weiter. Und die Mannschaft weiß aber auch, dass sie es nicht optimal gemacht hat. Und gegen Oberhausen war es schon, es war besser. Das war eindeutig so. Und jetzt muss der nächste Schritt folgen. Also da können wir uns nicht zu lange bei stillstehen, weil wir haben so viele Spiele die nächste Woche. Und wir müssen dann nach vorne denken. Pascal, gibt es intern eine Wette, ob irgendjemand was zahlen muss, ausgeben muss, vielleicht wenn er zuerst auf der Anzeigetafel zu sehen ist am Samstag? Nee, bisher noch nicht, denn ich habe ja gerade auch erst erfahren, dass die Anzeigetafel jetzt tut. Wobei ich habe ja schon gesehen, dass einige Gesichter von uns auf der Anzeigetafel waren im Probelauf, aber vielleicht spreche ich es gleich mal an, dass überhaupt jemand draufkommt, das ist ja das Wichtigste. Wenn wir ein Tor schießen und Bremen keins, dann haben wir ja gewonnen, aber also bisher gibt es noch keine Wette, aber... Mal gucken, ich spreche es gleich mal an. Also so viel kann ich schon mal verraten. Bei der Teamvorstellung ist jeder schon mal zu sehen. Also wohl.
Gibt es noch weitere Fragen? Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann Dankeschön fürs Kommen und bis zum Samstag um 14 Uhr.